Weißt du noch zufälligerweise, was am 14. August war letztes Jahr? Am 14. August, das war eine Woche nach meinem Geburtstag. Das war eine Woche nach meinem Geburtstag und es war am 15. August ist das Buch erschienen, 4 Wochen vorher. Nee, 14. war es. Ah, 14. war es? Ja, der offizielle Geburtstagstermin von Seitenblicke war 14.8. letzten Jahres. Okay, das wird dieses Jahr gefeiert. Unbedingt. Ne? Ja, absolut. Seitdem ist ja wahnsinnig viel passiert in deinem Leben. Ne? Ja, also in meinem Leben, mein Leben war eh bunt und ist viel passiert. Das hätte ich nicht erwartet, was alles passiert ist. Und es ging permanent nach oben, also in permanent eine positive Richtung, wenn man das mal so positiv, also wenn man das mal so sagen darf. Das war dein zweites Buch damals, ne? Und so richtig, richtig optimistisch war es ja nicht, weil dein erstes, dein zweierlei Leben dümpelte es ja so. Über Jahre, über jetzt ja 10 Jahre dümpelte es so vor sich hin. Genau, dann war ich ja 2014. Von 2006 an bis 2014 schon als Pferdemann unterwegs oder auch als Buchautor, habe viele Leute getroffen und gelernt, eher misstrauisch zu sein. Und dann treffe ich dich und telefoniere mit dir und du sagst mir, da ist Potenzial drin. Und das war was, das habe ich zum ersten Mal erlebt, dass ein Erwachsener, vor allen Dingen ein erwachsener Mann, mir sagt, das ist gut, was du machst und ich glaube an dich. Du warst der Erste, ja, ich würde sagen, genau, du warst der Erste, der mich geglaubt hat. Und das war bewegend und hat mich aber sehr überrascht. Seitdem waren es viele, die an deine Geschichte geglaubt haben, ne? Fernsehen, Radio, Bärbel Schäfer, die Brasilianer. Genau, ja. Also, ja, nicht nur an meine Geschichte, sondern auch an das, was ich mache oder wofür ich einstehe. Und das hätte ich am allerwenigsten erwartet. Weil's, oder so kam mir, so war mein Gefühl immer, man kämpft gegen Windmühlen und plötzlich auf einmal geht die Sonne auf und mir folgen immer mehr, um das vielleicht mal so auszudrücken, genau. Und natürlich auch meine Geschichte, ja, dass es immer mehr Menschen gibt, denen ich Kraft gebe, die sich an mir festhalten, um das mal so zu sagen. Ne? Also dein Leben hat ja einen Riesensatz gemacht letztes ja. Jahr, ne, wenn man das so anschaut. Ja. Wie viele Millionen Mal, das ist nach der Hessenschau? Hessenschau, ne? Ich glaube knapp 17,5 Millionen Mal. Aktueller Stand. Aktueller Stand, genau. Dann war eine bis dahin völlig unbedeutende Methode, mit Pferden umzugehen, plötzlich jetzt mal zumindest in jedem Hessenmund. Genau, ja, die meine Arbeit, ja, schlug so Wellen die gibt es ja schon 10 Jahre, und auf einmal, ja, schlägt die Wellen und jeder will sie kennenlernen und will das von mir lernen und will wissen, wie es funktioniert ich hatte das Gefühl, es ein neuer Bewusstseinszustand ist irgendwie durch die Pferdewelt gegangen. So kam es mir vor. Aha, du meinst, alle anderen sind plötzlich bewusst geworden, haben gedacht, wow, da müssen wir mehr geben, da gibt es Amoroso, der erklärt mir das jetzt. So kam es mir vor, ja, ohne das negativ zu meinen gegen irgendwen, aber irgendwie scheinbar, ja, irgendwas ist passiert. Definitiv, immerhin bist du nach Brasilien dann eingeladen worden. Ja, und das als einer der besten Pferdeleute oder Pferdemänner, Menschen der Welt. Ja, das hätte ich nicht erwartet. Es gibt ja zig andere, die auch gute Arbeit leisten oder die viel können mit den Pferden hinlegen und was weiß ich. Und die wollten genau mich, ja, mit dem, was ich mache, was ich zu sagen habe. Und da war das erste Mal in Brasilien, dass ich auf einen Pferdemann getroffen bin, der auch sehr erfolgreich ist in Südamerika, der genau die gleichen Ansichten vertritt wie ich. Weil hier zu Hause habe ich auch immer das Gefühl, alleine zu sein mit ja, meinem Weg oder meinen Ansichten. Und da war einer, der genauso ist wie ich. Warst du überhaupt jemals so als kleiner Hessebub, wenn ich das mal so sage, warst du jemals so weit weg in der Welt? Nein, nein, nee. Überhaupt in Übersee schon mal? Nein, auch das nicht. Im Flugzeug? Ja, im Flugzeug schon. Also
Die einzige Meerüberquerung war nach Malle als 13-jähriger Junge. Das war das Einzige. Sonst immer festes Land unter mir. Das heißt, so die Welt hat sich geöffnet für dich. Ja. Und du bist in die Welt, so könnte man sagen. Ne? Genau, ja. Plötzlich ging es auf. Es war wie so ein Sonnenaufgang. So kann man das beschreiben, ja. Komplett durch. Plötzlich ging es auf. Ja, plötzlich, ja. Das heißt, du hast eines der bewegtesten Jahre gehabt, wahrscheinlich seit deinem Unfall, ich weiß nicht, als du 16 warst. Genau, also der Unfall war ja 95, der erste, der zweite 99. Eins meiner besten Jahre, ja. Absolut, ja. War ja nicht immer so, sagst du ja gerade selber. 95 war dein erster Unfall, jetzt haben wir, also jeder, der das Video sehen wird, der wird dich wahrscheinlich, wird zu diesen 17,5 Millionen gehören, die mal zumindest das erste gesehen haben, genau. Weil ich war es im Frühstücksfernsehen, haben sie es nochmal durchgekaut, also mittlerweile genau. Weiß jeder, der Amoroso ist ein Behindi und sitzt im Rolli. Genau, das wissen die meisten jetzt, ja, oder genau, das sollte man wissen, genau. Nicht jeder weiß, was das für ein Unfall war, glaube ich. Genau, also der erste Unfall, das war 1995, als 16-jähriger, halbstarker, unverletzbarer Teenager, auf einer Party mit der Vespa zu schnell gefahren. Und den Unfall gebaut, genau. Passiert ist im Grunde nicht viel. Also man hätte auch mit dem Roller wieder aufstehen können und weiterfahren können. Also war nicht viel kaputt. An mir äußerlich auch nicht. Ich habe einen Zahn verloren, die Lippe riss durch. Und ansonsten hat man nichts gesehen, aber eben ein Wirbel ist gebrochen. Und hatte die Querschnittlähmung zur Folge, 1995. Und dann lagst du da, um es mal vorzustellen, damit man es jeder so begreifen kann. Mhm. Also ein jugendlicher Draufgänger, so mitten in der Blüte seines Lebens, was genau. Auch gerade so erwacht, sich so öffnet in die Welt. So, genau. Ne? Und dann macht's kabump. Ja. Und dann liegt er da mitten auf der Straße und dann, was hast du da gedacht? Was war das Schlimmste da für dich? Das Schlimmste war, da die Lippe war durchgerissen und mir lief das Blut aus dem Mund und ich hatte Angst zu sterben. Ich weiß noch genau, ich hab den Himmel angeschaut und die Hauswand vor mir und dachte, irgendwie, ich hatte so ein ganz beklemmendes Gefühl, dass das Letzte ist, was ich sehe und ich wollte nicht sterben. Und nach, weiß nicht, wie lang es war, aber nach ein paar Minuten, als dann der Schock einsetzte und die Schmerzen aufhörten, ich wieder Luft bekam, habe ich dann gemerkt, ich bin ja noch da, also es ist nichts passiert, oder ich sterbe einfach nicht, ja. Und da war das schon mal gut, aber ich habe dann realisiert, dass mit meinem Unterkörper was nicht stimmt oder mit der unteren Hälfte meines Körpers. Ich habe gedacht, die wäre abgerissen, weil ich habe ab hier nichts mehr gemerkt. Und ich meine, ich hätte noch den Kopf gehoben, genau, ich habe den Kopf noch gehoben und sah meine Beine liegen und habe da gewusst, was los ist. Also ich habe mir das auch immer wieder gesagt, oh Gott, ich sitze im Rollstuhl, oh Gott, ich sitze im Rollstuhl. Das war da auf der Straße mein Mantra. Das heißt, man hat gerade so laufen gelernt eigentlich, ne? Also im übertragenen Sinne, metaphorisch, stimmt das ja auch? Ja, ne? Genau, Disco, die Schule war fertig, genau, und du kriegst einen Schlag ins Knick, ja. War auf der Straße sehr hart, als ich da gelegen habe, und dann im Krankenhaus war es auch nicht angenehm, ganz klar, aber ich bin da locker durchgegangen, wenn man das mal so sagen kann, ja. Also es ist, war traurig, klar, am Anfang, aber es ging dann irgendwie weiter. Und die ersten 4 Wochen in der Uniklinik in Mainz, die haben mich auch behütet, alle, und gesagt, da, warte mal ab, das wird vielleicht wieder ein hin und her. Haben auch alles für mich gemacht, was schulmedizinisch drin war. Und ja, man war irgendwie behütet. Und habe damals noch gedacht, mit 16, naja, warte mal ab, was in 10 Jahren ist. Wer weiß, vielleicht ist da wieder alles gut. Und ich weiß es, als Kind hatte ich immer, wenn irgendwas Schlimmes war, was einem als kleines Kind so passieren kann, war mein Mantra oder mein Gedanke immer, es wird schon wieder alles gut. Und ich hab das gewusst, es wird immer alles gut. Und es wurde immer alles gut, bis auf 1995. Da war das zum ersten Mal anders. Und habe aber noch gedacht, es muss ja eh wieder gut werden. Es wird ja immer wieder gut. Und fing auch an, wieder gut zu werden. Und plötzlich riss das ab. Also ich konnte dann am Anfang dann auch die Füße bewegen, ein bisschen. Sogar zweimal. Und es ließ dann wieder nach und kam nie wieder. Und das war, keine Ahnung, ich habe gewusst, oder jetzt rückblickend würde ich sagen, vielleicht hat es auch irgendwas mit meinem Kopf zu tun, mit meiner Denke, mit einer Barriere im Kopf oder was auch immer.
Und da wusste ich zum ersten Mal, es wird nicht mehr alles gut. Aber dennoch, wir haben gelacht und es ging irgendwie weiter. Ich war jung und war dann am 19.05.95 ist das passiert und am 6.12.95 wurde ich entlassen, war dann zu Hause ein halbes Jahr. Und das war eine schöne Zeit, war eine freie Zeit, da war ich frei, war ich mit mir. Hab zwar dann auch, ich habe immer lang gepennt bis um 1, 2 Uhr mittags und habe immer versucht, so im Schlaf gesund zu werden. Also ich war ja zwar nicht krank, aber irgendwie das immer so, wenn die Augen zu waren, war da noch so ein Weg dahin. Und ich habe auch oft geträumt, man träumt manchmal, dass man so zuckt und dann habe ich immer so, bin mir ziemlich sicher, dass die Beine so mitgezuckt haben, wenn ich so ganz stark erschrocken bin oder wie auch immer. Mich versucht, gesund zu schlafen irgendwie, ja. Aber das war eine schöne Zeit. Und dann habe ich mein Abi gemacht, mein Fachabi nachgemacht. Und wie ich das Abi dann hatte, und da fiel ich zum ersten Mal in so eine tiefe Depression. Das war 98, so ein Jahr lang. Das war ein dunkles Jahr damals. Rückblickend ist dem dann doch auch eine gewisse, wie sagt man, eine gewisse, was Gutes abzugewinnen. Und habe mich dann so ein Jahr durchgekämpft. Ich war einmal bei einem Psychiater, den ich kannte, und habe mich dann aber selbst so durchgekämpft und alles so durchdacht, bis alles wieder gut war. Und da kam ich so an meinen ersten Höhepunkt, an den Höhepunkt meiner Kraft. Ich bin wieder geritten, habe da wieder das Gefühl gehabt, egal was ich anpacke, ich schaff's auf jeden Fall. Und dann hatte ich den zweiten Unfall, 99. Was hat dir Halt gegeben, so in der Zeit? Ab 95 im Krankenhaus, ja. Stelle ich mir dramatisch vor, wenn man plötzlich nicht mehr Roller, ne, nicht mehr cool, nicht mehr Frauen hält, nicht mehr reiten kann. Genau. Was hat dir in der Zeit also Halt gegeben? Also mein Pferd Pascal hat mir Halt gegeben. Ich bin ja dann wieder geritten, ich war noch im Krankenhaus und durfte am Wochenende nach Hause, da habe ich schon wieder geritten, also wurde geführt. Und wenn ich auf Pascal saß, das ist mein altes Springpferd gewesen, aus meiner Springerzeit, und ich da drauf gesessen habe, und da war ich 1920, auch gestrotzt vor Kraft, ja trotzdem, trotz Rolli, habe ich da normal gerade drauf gesessen und da war alles wie früher. Es war haargenau so wie früher. Weil wenn man da drauf sitzt und das Pferd läuft, dann fühlt sich das auch so an wie früher, man läuft mit. Da war alles wie früher und das hat mir extrem viel Kraft gegeben. Und 99, wie der zweite Unfall war, brach das auch weg. Was war 99? Was war der zweite? Von dem wissen die wenigsten, wird in den ganzen 4 Minuten, die so durchs Netz wandern, nicht erzählt. Das ist das Wenigste, wobei das war das, ja, aus meiner Sicht würde ich sagen, das Prägendste oder was die tiefsten Spuren hinterlassen hat bei mir. Ich hatte damals, Anfang 99 hatte ich meine Depression oder mein dunkles Jahr hinter mir und bin dann durchgestartet und wollte mit meinem alten Pferd nochmal an der Paralympics teilnehmen. Da es schon so relativ spät war, also die WM 2000 konnte ich nur noch mich für qualifizieren, wenn ich gegen Fußgänger auf normalen Turnieren reite und gegen die gewinne. Und mein Pferd darauf vorbereitet, war damals nach meinem ersten Unfall in der Lage, besser zu reiten als vorher als Springreiter. Glaubt keiner, war aber tatsächlich so. Und habe auch da gewusst, kein Problem, ich gewinne gegen die. Egal welcher Fußgänger, ich reite den platt. Wäre wahrscheinlich auch so gekommen. Und wie das so ist, ich musste ja viel Kraft trainieren auch, habe damals noch gelernt, ich habe auch normalen Beruf gelernt, im normalen Leben, Bauzeichner gelernt und trainiert, geritten für die Paralympics. Und dann war es am 28.07. galoppiert mein Pferd an auf dem Reitplatz und ich komme ein bisschen ins Rutschen. Also der ist auch nicht weggerannt oder gebuckelt, gar nichts, nur angaloppiert, komme ein bisschen ins Rutschen und wollte mich zurück in den Sattel ziehen. Und habe das nicht mehr geschafft. Und dazu muss man sagen, ich habe damals auf der Flachbank 120 Kilo gedrückt. War aber dann nicht mehr in der Lage, mich zurückzuziehen. Entkräftet, was auch immer. Ich habe zu der Zeit auch wenig geschlafen, immer nur 3-4 Stunden. Habe aber gestrotzt vor Kraft. Schmier ab, noch alles gut, aber wahrscheinlich Gehirnerschütterung. Und dann wurde ich zurück in den Stall gebracht. Da ging es dann schon los mit so ein paar Aussetzern. Und habe dann noch gesagt, wir brauchen einen Arzt, dass der guckt, was an der Wirbelsäule, ob an der Wirbelsäule was ist oder an der Beine was ist. Und wollte ins Krankenhaus nach Mainz in die Uni. Und da ich ja aus Hessen bin,
haben die mich nicht dahin gefahren, also der Krankenwagen schon gar nicht, es musste ein Notarzt her und der wollte das nicht oder durfte das nicht oder was auch immer. Es gab ein Drama und ich habe mich wohl aufgeregt, ich bin Heißblüter als zur Hälfte Italiener und bekam mehrmals Beruhigungsmittel gespritzt in Verbindung mit Gehirnerschütterung und das hatte dann eine Woche Koma zur Folge mit Atemstillstand und ich glaube auch Herzstillstand. Das ist dramatisch. Das ist ähnlich dramatisch wie 4 Jahre vorher dann auf der Straße, ne? Genau. Da war ich dem Tod noch etwas näher, ja. Da war ich dem Tod noch etwas näher. Wie lange war das Koma, hast du gesagt? 7 Tage. Entweder 7 oder 10 Tage. Ich bin am 21. Geburtstag, am 7. August wieder wach geworden. 28.7. genau war der Sturz und am 7. August war ich wieder wach. 6. oder 7. August. Auf jeden Fall an meinem Geburtstag war ich, am 21. Geburtstag war ich wieder wach, ja. Oder, und da war dann irgendwann mal endgültig klar, dass nicht immer alles gut wird. Genau, da wurde zumindest was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, war gar nicht, dass nicht immer alles gut wird, sondern dass das, was mir Kraft gab und Halt gab, was mein Inhalt war oder ist oder was mich ausgemacht hat oder weiß nicht, wie man es nennen mag, aber was wirklich mein Dreh- und Angelpunkt war, mit Pascal, dass das nicht mehr da war. Das war plötzlich einfach nicht mehr da. Die damals, Beziehung. Ja, genau, die Beziehung. Und das mich draufsetzen, ist alles so wie früher. Das war plötzlich weg. Noch nicht gleich gemerkt, das kam Wochen später, als ich das erste Mal wieder draufgesessen habe, da machte mir das Leben das dann klar. Das heißt, das Pferd, was dir vorher, wo du gesagt hast, hat mir Halt und Sicherheit gegeben in meinem Leben, genau, von dem fällt runter, aus wahrscheinlich keine Ahnung was. Genau, wegen läppisch irgendwas, wie es immer so ist, also Kleinigkeit. Und ein paar Wochen später setzt dich wieder drauf. Genau. Und plötzlich ist die dachte Welt noch, ich knüpfe da an, wo ich aufgehört habe, fühlte mich auch stark und fühlte mich genauso wie vor diesem Sturz. Und plötzlich erschreckt er und reißt den Kopf hoch und ich schlag mir die Nase auf und bekam Nasenbluten. Und musste absteigen, weil er so stark geblutet hat. Und ab da war es vorbei. Was war vorbei? Da war das, was mir Halt gab. Mein Pferd war plötzlich, das war nicht mehr da. Ich hatte auf einmal Angst, da drauf zu sitzen. Und das hat mich begleitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also die Angst, auf deinem Pferd zu sitzen und dass plötzlich das, was dir Halt im Leben gegeben hat, weg war. Genau, das hat mich Tag und Nacht begleitet. Ich habe an nichts anderes denken können. Ja. Wie hat sich das ausgedrückt für dich? Wie hast du das erlebt? Es hat mich stark nach unten gezogen. Und mir war auch alles scheißegal. Ja. Für mich war nur das wichtig. Das mag lächerlich klingen von außen, aber mir bedeutete das so viel. Und wenn ich da drauf saß, da war alles wie anders. Und es gab mir so viel Kraft und Energie, wenn ich da abgestiegen bin. Es war alles scheißegal. Und auf einmal war das weg. Und es ging alles schief, durch die Bank weg. Beziehung gehabt, die ging völlig in die Hose. Meine Lehre, ich habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Ich habe vorher, hat alles gepasst. Ich habe gewusst, egal was ich anfasse. Wenn du mir gesagt hättest, ich glaube nicht, dass du zum Mond fliegen kannst. Ich sage, kein Problem. Und ich weiß, ich hätte es gepackt irgendwie. Und plötzlich war das alles weg. Und das war so schmerzhaft. Ja. Wie ging das weiter dann? Dann sitzt du jetzt plötzlich in einem riesen Loch. Das ist nicht mehr wie so eine Depression, wo du vorhin erzählt hast. Ja, es war alles weg. Und ich habe krampfhaft versucht, das zurückzuholen. Ich habe mich jeden Tag wieder draufgesetzt. Ich hatte Angst, habe gesagt, nach dem Ritt habe ich gedacht, oh scheiße, du hast schon wieder Angst gehabt. Und habe gesagt, ich habe mir vorgenommen, beim nächsten Mal wird das besser. Und ich habe keine Angst mehr. Hab mich da draufgesetzt und es war wieder so, das war so übermächtig und ich hab's einfach nicht geschafft mehr. Und plötzlich wurde mein Pferd krank, da ist nicht mehr gelaufen, hat gelahmt. Und da fiel mir, und ich hab das nicht abgeben können. Meine Schwester hat gesagt, sie reitet mit, sagt, nee, ich muss das schaffen. Das gibt's nicht, das geht nicht. Und plötzlich wurde der krank, der hat gelahmt. Und der durfte schon nicht mehr reiten, also er musste pausieren und da fiel mir ein Stein vom Herzen. Da fiel diese Last von mir. Ich habe gesagt, okay, jetzt springe ich jeden Tag raus auf die Weide. Der hat sich nicht mehr einfangen lassen, von mir nichts mehr. Der wollte von mir nichts mehr wissen.
Und er hat mich angewidert, als ich das erste Mal zurückkam nach dem Sturz aus dem Koma. Da hat er bald die Tür eingerannt von seinem Stall. Und plötzlich wollte der nur noch von mir weg. Und das hat mich so zu Boden gedrückt. Du hättest mir alles nehmen können, Christel. Zehn Jahre ist her jetzt, ne? Nee, das sind jetzt, sagen wir, 16, 17 Jahre. Ah, meine Mathe war nie mal stärker. Aber irgendwas ist passiert damals in deinem Leben, ja, dass du nicht wie damals dann auf dem Asphalt gesagt hast, jetzt sterbe ich oder sterbe ich nicht. Jetzt warst du ganz im Loch. Und jetzt? Ja. Was hat dich nach oben gehalten? Was hat dir noch Halt gegeben? Also es gab Tage und Nächte, an denen habe ich gebetet, inbrünstig. Ich habe gesagt, Herr Gott, lass mich morgen nicht mehr aufwachen. Tu mir den Gefallen. Ich habe gesagt, warum hast du mich nicht 95 einfach krepieren lassen? Dann hätte ich es jetzt hinter mir. Habe ich wirklich inbrünstig gebetet. Zum Glück hat er das nicht gemacht. Und 95 war ich froh, dass ich am Leben war. Und nach 99, ich konnte einfach nicht mehr. Und was hat mich weitermachen lassen? Ich kann es dir nicht sagen. Es war doch so, auch wenn es vielleicht nur noch eine Glut war, aber irgendwas war noch da in mir, was mich weitermachen ließ. Und 2001 war ich schon mit meiner Lehre fertig. Und das war so, wo es dann, da war auch dann meine Lehre war zu Ende, ich habe den Arbeitgeber gewechselt, da war das abgeschlossen, das lag hinter mir. Ich habe, wie ich den zweiten Unfall hatte, habe ich gelernt noch. Und irgendwie war das dann scheinbar, oder es war irgendwie war das abgeschlossen oder war vorbei, ich habe das hinter mir gelassen und konnte dann weitergehen. Mein Pferd war schon zu alt, um den noch so zu reiten wie damals. Ich hatte schon das Gefühl, ich hab das verpasst, das noch einmal zu schaffen. So war das und hab dann ja so richtig oder das erste Mal frei habe ich mich 10 Jahre später gefühlt, 2009. Da war ich ja schon 3 Jahre auf Tour mit Zweiler Leben, mit Paolo, der war dann auch da. Genau, Paolo war da seit 2004, da gab es Pascal noch. Und genau das noch sehr, oder ist mir wichtig oder erwähnenswert, solange Pascal noch da war, da habe ich parallel schon Tour gemacht mit Paolo und mit meinem ersten Buch und habe auch meine ganze Kraft, was das Training betrifft, auf Paolo konzentriert. Ich habe den ja als Fohlen großgezogen, aber Pascal war trotzdem noch da und das war für mich ganz wichtig. Es war extremer Halt. Ich konnte mit dem ja nichts mehr machen. Ich bin mit dem 2 oder 3 Mal die Woche spazieren gegangen. Wir sind immer unsere alten Wege, die wir früher langgaloppiert sind, da bin ich nochmal hin und habe so, ne, wehmütig jetzt nicht, aber hab's gern dran zurückgedacht und hab mich dann so galoppieren sehen, wie es früher war als 15-Jähriger, 14-Jähriger. Und 2007 starb der. Oder musste ich schon einschläfern. Und das hat nochmal auch so einen Ruck gegeben. Weil 2006, 2007, das war mein erstes Tourjahr, das lief super. Und dann starb der. Oder ich hab ihn einschläfern müssen. Und hatte eine Woche später schon wieder den nächsten Termin. Und da hat man es wieder noch angemerkt. Da habe ich gemerkt, die Luft ist raus. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Das war einfach nicht mehr so. Und das hat, ja, 2007 noch gemacht. 2008 war ganz anstrengend. Und 2008 habe ich dann das erste Mal meine Tour abgebrochen. War dann ganz schwierig. Ich hatte Paolo immer dabei. Es war extrem stressig, anstrengend. Und hatte auch, ich hatte immer das Gefühl, ganz schwierige Begegnungen. Und da war eine Begegnung dabei, wo ich dann, das weiß ich noch, das war auf einer Messe in Offenburg. Das war unsere letzte Messe, die wir damals gemacht haben. Oder nachdem habe ich dann entschieden, keine Messe mehr zu machen, nur die Tour abzubrechen, aufzuhören. Aber ich bin mit Paolo über die Messe gelaufen und habe gesagt, Paolo, dazu ist uns Talent zu schade. Das haben wir gar nicht nötig, das müssen wir nicht machen. Und dafür muss ich dich, junge Kerl, nicht durch die Gegend schleppen, wegen so ein paar Leute, die sehen wollen, wie ich dich fertig mache oder abziehe im Ring. Oder das war damals, da kamen so 4, 5 Frauen zu mir, die sagten, sie haben die Show verpasst und sie würde gerne mal sehen,
weil es ein Hengst ist, den muss man fertig machen, bringen, wie ich den fertig mache. Und ich habe gerade schwer nicht richtig. Und da fiel dann der Entschluss aufzuhören. Also auf alle Fälle keine Tour zu machen. Eigentlich auch ganz aufzuhören, also mit der Pferdetrainer-Sache. Und nur noch für mich zu trainieren und zu reiten. War damals noch Dozent an der Pferdeakademie. Und das lief auch ganz komisch, also lief irgendwie schwierig, schlechte Energie, wie man das so nennen mag. Und habe mich dann von der Sache auch getrennt und habe gesagt, okay, ich hör auf, ich brauche das nicht mehr. Ich habe da keine Kraft mehr, keine Lust mehr. Habe da noch nichts gemacht und hatte aber irgendwie, kam dann Anruf, Meroso, Sie sind empfohlen worden von hier und von da, Pferd geht nicht in den Hänger oder das, Problem beim Reiten, können Sie nicht mehr kommen. Und so hatte ich dann doch immer noch so einen Finger da drin und habe irgendwie immer weitergemacht, aber es war sehr schleppend. Genau, so ging es eigentlich durch bis 2015, genau. Also wenn man mal in ganz großen Schritten das so zusammenfasst, ne? Ja. Mit in der Blüte deines Lebens mit 16,5, genau, knallst rein. Ja. Da haben deine Hormone dich noch nicht im Stich gelassen, so. Ja. Die Lust und an Leben und auch an Lebendigkeit und das zu gestalten, da hatte ich auch der Rollstuhl nicht beeinträchtigt. Nein. Ich habe gesagt, egal, Krankenhaus, ich hopfe auch mit einem kaputten Wirbel aufs Pferd. Genau, das war immer klar, ja, genau. Alles lief und dann kommt eine zweite große Zäsur. Ja. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, ne, über 10 Jahre hinweg oder länger noch, ne? Ja. Pferd nagt, Selbstwert kaputt, das, was einem Halt gibt, genau. Das Zentrale in einem Menschenleben, ne? Mhm. Wo du weißt, hier bin ich, hier stehe ich, da fühle ich mich, da bin ich, da ist mein Leben. Genau, das bin ich, genau. Das bin ich, ja. Genau. Geht kaputt, ist weg. Ja. Und das macht ja viel mit dir, das hat man auch gemerkt. Ne? Du hast ja heute noch viel Berührung auch dazu. Ja, ne? Ja, absolut. Was, ja. Was für ein Bild hast du von dir gehabt? Was ist Timo Amoroso für einer? Wenn du auf dich damals so dich zurückdenkst und auf dich darunter geschaut hast, ja. Und sagst, Timo, was bist du denn heute für einer? Was war dein Selbstbild von dir? Also, sehr stark geprägt von Selbstmitleid, muss man ganz klar sagen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass im Selbstmitleid zu baden, sei jetzt mal dahingestellt, aber stark im Selbstmitleid und zum einen das Gefühl, ich bin gestraft oder werde gestraft oder hab's extrem schwer und zum anderen dachte ich, das Leben ist so. Ich bin dazu bestimmt zu leiden. Das war so mein Selbstbild oder meine Weltauffassung, das genau, das war ganz, ganz stark prägend bis letztes Jahr, ja, bis 2015. Das ist ja ein ganz populäres Weltbild eigentlich, ne? Du bist ja nicht der Einzige, der es wahrscheinlich teilt. Damals habe ich das so nicht gemerkt, aber jetzt, wenn ich so in die Welt schaue, ist das sehr weit verbreitet, genau, oder zumindest auch Tendenzen in diese Richtung, also tendenziell. Es fällt irgendwie dem Mensch leichter, ins Negative sich reinzuschleudern, als ins Positive. Und auch drin zu bleiben, ne? Genau, ja. Genau, ja. Es ist leicht zu sagen, ich bin der arme Timo, ich hab's so schwer, und sich das Händchen streicheln zu lassen. Obwohl es irgendwie nicht angenehm ist, aber irgendwie, man kommt nicht raus. Ist das die Barriere im Kopf, von der du ja öfters ja mal redest, auch in diesen ganzen Videoclips hört man dich das immer sagen? Genau. Die Barriere im Kopf, die jetzt scheinbar, wie du ja sagst, jeder mal damit geboren wird. Genau. Bin ja entschieden anderer Meinung, aber genau. Es ist ja schön, dass du diese These vertritt. Genau. Ist Teil dieser Barriere. Also diese Interviews waren ja bezogen auf die Pferde, also diese Barriere, bestimmte Dinge nicht sehen zu können, also bestimmte Details oder die extrem viel Kraft kosten, die zu sehen, ist das eine. Und das andere, ja, eine Barriere oder dass man über einen gewissen Punkt im Leben nicht hinwegkommt. Man ist nicht in der Lage, über seinen Schatten zu springen, wenn man das vielleicht mal so sagen kann. Und genau, dann habe ich ja 2015 auch wieder an einem extremen Tiefpunkt in meinem Leben mit dir telefoniert und plötzlich passierte was nach diesem Telefonat. Ich weiß noch, das waren 3 oder 4 Stunden bis in die Mitte der Nacht oder gegen Morgen sogar. Ich glaube, es war 3 Uhr, wie wir aufgelegt haben und angefangen zu telefonieren, haben wir, glaube ich, 9 oder 9:30, weiß ich noch genau. 9 Uhr haben wir gesagt, telefonier mal. Und ich meine bis 3 Uhr morgens. Und
da ist, da bin ich ins Grüble gekommen. Ja. Also da war merklich im Außen noch nichts zu spüren. Aber so eine gewisse Angst fiel von mir, weil du sagtest zu mir, oder ich, meine Frage an dich war ja damals, warum wiederholt sich immer alles im Leben? Bin ich verflucht oder was ist es? Oder sitzt irgendwann mit der Voodoo-Puppe? Und du sagtest mir, das liegt daran, dass man immer die gleichen Entscheidungen trifft. Und das hat irgendwas ins Rollen gebracht. Frag mich nicht was, aber irgendwas ist passiert. Und ab da, ich weiß noch, am nächsten Tag oder den nächsten paar Tage habe ich dauernd an diesen Satz gedacht. Und er hat mich permanent begleitet und ich habe versucht, mein Leben zu verstehen oder das, was ich sehe, zu verstehen. Und jetzt, fast ein Jahr später, war tatsächlich so. Das heißt, es gab einen Wendepunkt an dem Abend. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht mehr dran erinnern. Genau. Wahrscheinlich haben wir aufgehört zu telefonieren, als das Bier leer war. Ja, irgend sowas, genau, ja. Aber da gab es einen Wendepunkt in dir. Irgendwas hat es dir möglich gemacht, eine Außenperspektive einzunehmen. So höre ich, so mehr drauf zu schauen. Was, und du sagst, das hat es mich ins Grübeln, ins drüber Nachdenken gebracht. Genau, vor allem hat es mir die Macht über mein Leben zurückgegeben. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass keiner irgendwo sitzt, der über mich bestimmt und mir Fesseln anlegt, sondern dass ich in der Lage bin, mein Leben in der Hand zu haben. Und das war ein wichtiger Punkt. Ja. Das heißt, du hattest dich dann nach 15 Jahren oder was auch immer, dich plötzlich wieder selber machtvoll in dir, in deinem Leben ganz genau erlebt und konntest auch die Angst ausmachen. Ja, ich habe Da verlor ich diese Angst, mit dem eingezogenen Knick da zu sitzen und zu warten, was als nächstes passiert. Ich hatte das Gefühl, okay, wenn das so ist, was der am Telefon da sagt, mein Leben war zwar immer irgendwie noch kacke, dann fangen wir jetzt an oder fange ich damit jetzt an, aufzuräumen oder voranzugehen. Du hast ja auch zu mir gesagt, wir haben so ein paar Sachen gesprochen noch, über Flüche und sowas, und hast du mir gesagt, egal was man tut, wichtig ist, in Bewegung zu bleiben. Und dann sag ich, okay, beweg dich, Timo, lauf einfach los und lauf. Egal was passiert, lauf los, bleib nicht stehen, bleib nicht mehr stehen. Und das gab mir Kraft. Und das gab mir Zuversicht. Auch wieder, nicht wenn wieder ein Niederschlag oder ein Fehlschlag kommt oder irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwas passiert, was nicht nach Plan läuft. Nicht zu sagen, oh scheiße, es geht schon wieder los, sondern zu sagen, okay, alles klar, Plan A war kacke, nimm Plan B oder C, D, E und F. War extrem befreiend. Sich selbst wirksamer leben, war ganz sicher, was ich gesagt habe. Ne? Genau, das war das, ja. Und das Erleben von im sich selbst entscheiden spüren, im überhaupt Sachen tun spüren. Genau. Das heißt, du hast für dich einen Weg gefunden zu sagen, ich kann jetzt mich anders sehen, anders wahrnehmen. Ich erlebe mich auch wieder selber wirksam in meinem Leben und fange jetzt an, auch nächste Schritte zu gehen. Genau, und weil du das jetzt gerade sagst und was auch so ganz prägnant war, dass plötzlich diese Selbstmitleidschiene, die war abgefahren. Also plötzlich irgendwie ging es nicht mehr, habe ich es dann nicht mehr gebraucht, zu sitzen und sage, ich bin so armes Leben, prügelt mich. Sondern okay, ich hab's in der Hand und dann machen wir jetzt was draus. Das war sehr, sehr prägnant. Weißt du, was im Mai 2015 auch war? Mein 20-Jähriges im Rolli, der 19. Mai. Und am 16. Mai lernte ich meine heutige Freundin kennen. Das weiß ich noch. Und war noch was? Du hast im Mai nach großem Theater hin und her und Anwalt und Gedöns mir dann mit Zähneknirschen dein Manuskript überlassen, wenn man es so nennen darf. War das im Mai auch, ja? Das war im Mai, ja. Okay, weißt du das Datum noch, das genaue? Nein, du hast es mir per File-Transfer geschickt, das muss so Anfang Mai gewesen sein, 11. Mai rum. Okay. Neben dem, dass du mir dein Vortragskonzept bei irgendeinem Vortrag geschickt. Genau, kurz vorher, war ich beim Löstau und musste einen Vortrag halten. Und ich habe ja so die Angewohnheit, diese Vorträge immer ohne Konzept spontan da runter zu leiern. Und hatte so ein bisschen Konzept, dass ich weiß, was vorne und hinten ist.
Und du sagtest mir, schick mir es doch, ich kann dir ein bisschen helfen dabei. Und dann dachte ich schon, naja, der will ja ans Buch dran. Da kannte man es, glaube ich, noch nicht persönlich. Da kannte man es, glaube ich, nur vom Telefon, gell? Ja. Und ich schick dir das. Und dann schickst du mir das zurück. Dann dachte ich, ja, alles gut. Ich habe mir das durchgelesen, 2-3 Mal, bin da hingefahren. Dachte ich, naja, keine Ahnung, wenn es 10 Leute sind. Und das war so das Erste im Außen, was man sehen konnte, was plötzlich anders war. Und da sind da 50, 60 Leute, die auf mich warten oder da auf einmal kommen. Und ich hätte eine Stunde oder eine halbe Stunde Vortrag halten sollen. Da sind 3 draus geworden. Ich meine, ja, 2 der 3. Und das Ding ist gerattert. Hab zwar da kein Geld dafür gekriegt, aber es war die erste Veränderung. Da dachte ich, ja, hoppla, passiert was. Ja. 2015 war das große Jahr der Veränderung. Ne? Ja. Wenn man das in der Historie deines Lebens anschaut, ja, dann war 15 so der große Meilenstein, in dem sich vieles begonnen hat, anders zu drehen. Ja. Also du hast schon gesagt, du trägst ja schon einen Ring am Finger. Ich nehme an, sie hat auch einen. Ja, mein Freundschaftsring, genau. Ja, wichtig, ja. Ja, absolut, ja. Das heißt, mag ich gucke gern drauf, ja. Mag das. Du lebst wieder in einer erfüllenden Beziehung. Dein Buch rennt wie die Sau. Mhm. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, aber das erzähle ich jetzt nicht. Du wirst, wenn das erste Jahr Buch rum ist, etliche Tausend damit umgesetzt haben. Okay. Dein Online-Kurs, zumindest Teil 1 und 2, sind erfolgreich, ja, online. Sehr, sehr erfolgreich, ja. Und der Timo, der mir Ende 2014 begegnet ist, wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Was denkst du über den Timo von Ende 2014 noch? Gibt es ihn noch so manchmal in deiner Erinnerung? Manchmal ist er noch da. Ich denke auch zurück an 2014. Also 2014 war auch so ein schwieriges Jahr. Der Timo von 2014, armer Kerl. Armer Kerl, aber ja, wie soll ich sagen? Er beherrscht mich nicht. Oder der stört auch mein Leben nicht oder stört mich nicht. Was ist der größte Unterschied, wenn du das von der Perspektive heute, jetzt Anfang 2016, zurückdenkst, zu dem Timo noch vor einem Jahr? Der Timo von 2014 ist der auf dem Boden liegt und glaubt nicht mehr hochzukommen. Und der Timo von heute ist der, wenn auch mit letzter Kraft, sich nochmal aufgerappelt hat und weiter seiner Bestimmung gefolgt ist durch die Tür durchgegangen ist. Und auch durch die Tür durchgegangen ist und das alte Leben hinter sich gelassen hat. Das ist so eine ganz wichtig, glaube ich. Ja. Ist das jetzt so dein Erfolgsrezept für 2016 und vielleicht jetzt für die nächste Zeit in deinem Leben? Oder umgekehrt gefragt, wenn jetzt andere Menschen, wenn wir schon festgestellt haben, ne, es ist ein sehr verbreitetes und gern genutztes Selbstbild, ja, im Mist zu sitzen und auch viele Gründe zu finden, warum das richtig ist. Und wenn es nur die Voodoo-Puppe ist, wo irgendein kleiner Chines in China drauf rumhämmert oder keiner, ja. Was würdest du so Menschen sagen, die vielleicht ähnlich verzweifelt sind oder so wie du vorhin auch so einen tiefen Schock in sich tragen, sich nicht trauen und denken, das, was mir Halt in meinem Leben gegeben hat, ist weg. Oder ich spüre mein Leben nicht mehr. Was würdest du solchen Menschen sagen, jetzt aus der Erfahrung heraus, wenn du so den alten und den neuen Timo jetzt ja so kennst? Also einen Satz würde ich sagen, den hat mal zu mir jemand gesagt, zum Aufgeben ist schon viel zu spät. Also weiterzumachen. Ich kann jeden verstehen, der im Selbstmitleid sitzt, aber es muss auch weitergehen. Man sollte da rauskommen und man muss da rauskommen und weitermachen und nicht aufgeben. Zum Aufgeben ist schon viel zu spät. Einfach zu spät, ja. Meinst du das auch damit? Du sagst es ja so gern, wie sagst du immer, bleib stark. Bleib tapfer und hau rein, genau. Bleib tapfer und hau rein. Tapfer bleiben. Meinst du tapfer, mutig sein? Mutig sich anschauen, mutig es wieder in die Hand zu nehmen? Genau, auch wenn der Wind eisig ist, der am entgegenbläst, einfach tapfer zu bleiben, bei sich zu bleiben, auf sich zu vertrauen, nicht mit sich zu hadern, auch nicht mit sich an sich zu zweifeln, sondern tapfer zu bleiben. Tapfer man selbst zu sein und einfach weiterzugehen. Das steckt, glaube ich, hinter, bleib tapfer. Und es wird immer alles gut. Daran glaube ich, es wird immer alles gut. Es gab während
wenn man aus dem Nähkästchen so plaudern darf. Ja. Während unserer Zusammenarbeit, vor allem jetzt im letzten halben Jahr, gab es noch ein anderes Mantra. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber eines soll ich da noch, wie hieß es? Dank meiner, wie war das? Dank meiner Angst lerne ich dem Leben zu vertrauen. Genau. Ja. Heute, das passt heute nicht mehr ganz, aber dem Leben zu vertrauen. Dank meines Lebens, könnte man sagen, dank meines Lebens lernte ich dem Leben zu vertrauen. So könnte man sagen, ja. So, im Moment würde ich sagen, so könnte es passen. So wird es passen, ja. Das heißt, von dem großen Schock damals, nach deinem zweiten Unfall, wo alles in sich zusammenbrach, sitzt du heute wieder fest im Sattel, so ungefähr. Genau. Was ja die Medien gerne so vom Rollstuhl genau, in den Sattel. Genau, das hast auch du zu mir gesagt damals, oder in den ersten Mails, genau. Eine schöne Metapher, muss man ein bisschen drauf rumreiten. Ja, ne? Genau, ja. Willkommen im Metaphern-Workshop. Genau. Das heißt, du hast heute wieder ganz viel mehr von Leben zurück, dem du auch vertraust? Ich glaube ich habe jetzt so das Gefühl, ich lebe mein Leben. So fühlt sich das an. Ich lebe mein Leben. Das ist mein Leben. Bücher, die Pferde, das zu sagen über Pferde, über die Arbeit mit Pferden, der zu sein, der ich bin, das ist mein Leben. So fühlt sich das an, das ist mein Leben, ja. Dein Leben, die ganze Geschichte, ne? Vom Unfall bis heute, hat 17,5 Millionen Menschen berührt. Ja. Ich kenne die Statistik nicht, aber ich nehme an, dass da nicht glaube ich, gleich viele Reiter dabei waren. Wahrscheinlich nicht, nein, genau. In deinem Leben scheint ein Segen oder eine Magie zu liegen, was Menschen berührt. Ja. Was glaubst du, wenn du in die Zukunft schauen würdest? Lässt sich damit anfangen? Also ich merke das ja immer nach jedem, wo ich im Fernsehen war, bekomme ich immer ganz viele Mails, auch Pferdemails, ganz klar, aber auch ja, so ein Viertel, dünnes Viertel etwa Mails von verzweifelten Menschen, die sagen, hier, du machst mir Mut, dass es wieder, dass alles gut wird, dass es weitergeht. Und das ist sowas, glaube ich, also ich bin kein Therapeut oder so, oder bin auch kein Coach, aber wenn mein Leben oder meine Geschichte dazu beiträgt, dass es anderen Mut macht, dass ich, wie soll man sagen, der bin, der vorangeht, was ein schweres Leben betrifft oder wie auch immer, und diesen Menschen Mut macht, dass es dennoch weitergeht und dass es irgendwann gut wird, dann ist es gut. Macht mir das Spaß und ist schön. Ganz neuer Inhalt in deinem Leben plötzlich. Ne? Absolut, ja. War nie der Plan. War nie der Plan. Überhaupt nicht. Was macht das mit dir? Wie erlebt sich der Timo? Was für ein Selbstbild hat er da, wenn er merkt, wow, mit meinem Leben berühre ich andere? Ich bin Vorbild. Ja. Nicht nur im Reitsport, wo ich erkläre, mit welchen Tipps, Tricks. Genau. Ich musste mich dran gewöhnen. Das war am Anfang ganz neu. Es war ganz komisch. Das Selbstbild ist so eine väterliche Figur, würde ich jetzt mal sagen, wenn man das so sagen kann. Also ich werde jetzt diese 38, bin jetzt ja kein graubärtiger alter Mann, aber es fühlt sich so nach was Väterlichem an meinem Gegenüber. So fühlt sich das an. Ich würde sagen, ich weiß, das ist schwer und ich kann das verstehen, aber bleib eben tapfer und geh weiter. Finde ich gut, berührt mich und das sowas ist wichtig. Geld zu haben ist nicht so wichtig. Klar braucht man Geld zum Leben, aber oder dickes Auto fahren oder was auch immer, aber sowas finde ich wichtig. Leuten zu helfen, Mut zu machen, Kraft zu geben, weiterzugehen. Und wenn ich jemandem Kraft geben kann, weil ich stark bin oder was auch immer, dann finde ich das gut. Und dann gibt mir das auch Schub oder Motivation oder Kraft, auch weiter stark zu bleiben, selbst weiterzumachen. Auch wenn ich müde bin. Ich zweifle heute nicht mehr, schon auch manchmal, ganz klar. Aber ich freue mich über das, was ich mache. Aber es gibt Tage, an denen bin ich müde, wo ich denke, ich kann nicht mehr. Ich bin aber körperlich erschöpft. Und dann lese ich wieder so eine Mail oder kommt eine WhatsApp, wo es dann heißt,
ich habe das und das ist mir passiert und es ist so schön, dich zu sehen oder mit Paolo zu sehen und du gibst mir so viel Kraft und Mut, dass es dennoch weitergeht und dass alles gut wird. Und dann denke ich schon immer, okay, Timo, auf noch einmal hoch jetzt und mach deine Arbeit. Und das erfüllt mich sehr. Mit Glück, mit Wärme, mit Licht, mit vor allem mit Wärme. Zum Schluss zwei Fragen. Ja. Wenn du jetzt das als aktive Chance nutzen würdest, unser Gespräch heute und unser Interview, was wir auch immer daraus machen werden, den oder zumindest einen Teil von diesen 17,5 Millionen zu antworten, was würdest du ihnen sagen wollen? Was würde ich ihnen sagen wollen? Wahrscheinlich nur bleib tapfer und haut rein. Aber das wäre zu knapp, zu dünn. Ich kann jeden verstehen, der zweifelt, der nicht mehr kann, der sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr leben oder was auch immer. Ich kann jeden verstehen, ich kann das verstehen. Aber egal an welchem Punkt du bist, es ist schon viel zu spät aufzugeben. Und du bist nicht auf dieser Welt, um aufzugeben oder um dich klein kriegen zu lassen. Du bist auch nicht auf dieser Welt, um zu kämpfen. Du bist auf dieser Welt, um zu leben. Und bleib tapfer und mach einfach weiter. Und es wird alles gut. Ich bin mir ganz sicher, dass alles gut wird. Das wird's treffen. Das wäre das, was ich zu sagen hätte. Oder was ich zu sagen habe. Dein Wunsch für alle, für 2016? Für 2016, dass alles gut wird, dass, wenn man sich die Welt so anschaut, was so passiert, dass ganz viele Barrieren zusammenbrechen und es gewiss wird, was getan wird, damit das Leid aufhört, auch wenn das vielleicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, utopisch ist oder wie auch immer, aber das ist so ein Wunsch, dass wir gesund bleiben, dass wir gesund bleiben, ja, glücklich und gesund und dass wir alle erfüllt sind von Frieden. Weil wenn wir erfüllt sind von Frieden, haben wir schon alles. Dann brauchen wir sonst nichts mehr. Bleibt mir dir von Herzen ein friedvolles und erfülltes, erfolgreiches und lebendiges neues Jahr 2016 zu wünschen. Das wünsche ich dir auch. Friedvoll, erfüllt von Gesundheit, Kraft und Glück und innerem Frieden. Ich dir ebenfalls und ich danke dir von Herzen, dass du immer an mich geglaubt hast und mich entdeckt hast. Das war's. Aber das ist. Also, ich hätte jetzt noch was nachgefragt. You could.